Ja, hallo, hier ist wieder der Martin mit einer neuen Folge vom Football Manager 2015 Let's Play mit den Concord Rangers aus der 6. englischen Liga. Es steht unser 22. Spiel an. Wir spielen auswärts in Gosport Borough. Die sind 7., wir sind 15. Von der Ausgangslage also eigentlich eine relativ klare Sache. Wir sind sicherlich nicht der Favorit für dieses Spiel. Unser letztes Spiel haben wir gegen den Tabellenletzten Bromley mit 3:2 gewonnen, haben ordentlich gespielt, aber waren doch bei den Gegentoren auch hinten ziemlich anfällig. Ich hoffe, dass wir das Problem heute abstellen können. Die Mannschaft hat gut trainiert und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir vielleicht noch zum Jahresabschluss, es ist nämlich das letzte Spiel im Spieljahr 2014, dass wir da noch was reißen können. Gosport Borough, das bisherige Spiel endete, oder das erste Spiel endete 0:0. Ein Unentschieden gab es da. Gosport Borough ist 7. aktuell, ich habe schon gesagt. Ist im Jahr 2012, 2013 aus der 7. Liga aufgestiegen und ist letztes Jahr gleich 12. geworden. Im Moment sind sie beim Pressetipp oder beim Medientipp sind sie auf Rang 13 gesetzt worden, sind also besser, als man es erwartet hatte. Kommen wir direkt zum Spiel. Es wird definitiv eine Veränderung geben. Unser defensiver Mittelfeldmann, der Argentinier Bati Piedi, hat seine 5. gelbe Karte im letzten Spiel erhalten und wird uns heute nicht zur Verfügung stehen. Hier sehen wir die anderen Partien. Schauen wir mal, ob es irgendein ganz interessantes Spiel noch gibt. Ja, hier zum Beispiel der 2. Ebbsfleet United gegen Basic Stockton den 6. Ansonsten einige Spiele, wo die Mannschaften relativ nah beieinander in der Tabelle stehen. Kommen wir zur Spielvorschau. Hier sehen wir also das System von unserem Gegner Gosport Borough. Die spielen ein klassisches 4-4-2-System. Schiedsrichter der Partie ist Warren Atkin. Bisher 16 Spiele, eine rote Karte nur, 28 gelbe Karten, also 1,8 pro Spiel. Ich habe natürlich mir mit meinem Trainerstab lange Gedanken über die Taktik gemacht und wir möchten heute in dieser Aufstellung spielen. Es sind einige Spieler nicht dabei, die einfach eine Pause brauchen, deren Kondition im Moment relativ weit herunten ist. Das heißt, wir spielen im Tor hier unverändert mit Josh Vickers. In der Viererkette wieder links mit Glossier, Frey und Fenwick als Innenverteidiger und Walker als rechter Außenverteidiger. Hier ist die Veränderung, dass Fenwick reinkommt. Der hatte beim letzten Spiel eine Pause bekommen. Dafür sitzt King draußen. Im defensiven Mittelfeld spielt Woodyard den Part von dem gesperrten Bati Piedi. Zentral Cawley, der hat im letzten Spiel 2 Tore gemacht und ein Tor vorbereitet. Auf der linken Außenbahn mal wieder Ogilvy nach längerer Zeit. Im rechten Mittelfeld Taffy und im Sturm Gordon und Downes. Wir haben jetzt neben King, der 4 gelbe Karten hat, auch noch Woodyard und Frey, die alle 4 gelbe Karten haben. Da könnte es also auch durchaus passieren, dass die ihre Sperre demnächst mal absitzen müssen. Besonders Collins, der tut mir sehr leid, und auch Tony Stokes, unser Kapitän, ist heute draußen. Stokes Kondition bei 84. Das ist im Moment einfach zu wenig. Da muss eine kleine Pause her. Und ich hoffe, dass seine Mannschaftskameraden ihn ersetzen können. Die Kapitänsbinde hat heute Matt Frey, der Innenverteidiger. So, was ist die Vorhersage? Die Concord Rangers sind in einer Formkrise und ich sehe ein langweiliges Unentschieden am Horizont. Der direkte Vergleich: Bei einem Sieg könnte Gosport Borough auf Rang 2 klettern. Das haben wir jetzt schon öfters gehabt. Immer so Mannschaften zwischen Rang 4 und 7, die gegen uns spielen und immer weiter nach oben klettern können. Wir könnten bei einem Sieg auf Rang 11 klettern. Wir haben 24 Punkte.
Bei einem Sieg wären 27, das wäre natürlich sehr schön. Schlüsselspieler bei Gosport ist Justin Bennett, Entschuldigung. Der routinierte Torjäger hat bisher die Saison 12 Tore in 22 Spielen erzielt. Bei uns ist es Josh Vickers, unser Torhüter. Heute das erste Mal, wenn ich mich recht erinnere. So, wir spielen auf jeden Fall mal so, dass wir die gegnerischen Stürmer in die Manndeckung nehmen. Und im Mittelfeld ein Pressing ansetzen. Jetzt ist wieder meine Maus hier am Wackeln. Jedes Mal, wenn ich den Screen aufzeichne, spinnt diese Maus hier. Man muss da mal schauen, dass man trifft. Und die allgemeine Ansprache sagen wir ruhig. Viel Glück, Jungs, bereitet denen eine unangenehme Überraschung. Und wir sagen noch zu den Verteidigern. Ich möchte, dass er eine saubere Leistung in der Defensive. Oh, das hat bedingt funktioniert. Mittelfeld funktioniert besser, meine Ansage. Den Stürmern, dass sie uns einige Tore beschert. Das hat auch nicht funktioniert. Naja, gut, egal. Scheiß auf die Psyche. Auf geht's. Wir in den blauen Trikots und den gelben Hosen. Da Gosport Borough in gelb antritt. Matt Frye gleich angeschlagen. Na super. Crawley mit einer Ermahnung. Und Danny Glossier hat sich verletzt. Was ist da passiert? Hat sich. Sehen wir jetzt hier gar nicht. Okay. Verletzt als Linksverteidiger. Was haben wir für Optionen? Ja, da müssen wir sie im Collins bringen. Das hilft alles nichts. Collins kommt also aufs Eis, wollte ich schon sagen, aufs Spielfeld. So, weiter geht's. Also der erste Wechsel schon, Sam Collins, also in der 16. Minute ins Spiel gekommen. Und prompt geht Gosport Borough in Führung. Da Costa mit dem Treffer. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, was da los war. Der Ball kommt. Ja, war schwer zu sehen. Geht schon gut los. Ein Rückstand. Wir werden das jetzt ein bisschen anders machen. Wenn wir jetzt versuchen, das Spiel etwas mehr zu kontrollieren. Und auch Adam Fenwick sieht gelb, unser zweiter Innenverteidiger. Halbzeit, 0 zu 1 Rückstand. Was machen wir? Einen Verletzten haben wir schon rausgenommen. Wie sieht es bei der Kondition bei den anderen aus? Frey ist ziemlich herunten mit der Kondition. Aber ist einer meiner Führungsspieler. Ja, wir wechseln jetzt erstmal nicht. Lassen wir es so mal weiterlaufen.
Tut sich wenig. Abschluss Vickers. Abschluss Vickers. Woodyard schnappt sich den Ball, verliert ihn aber sofort wieder gegen Bennett. Ogilvy. Collins. Wir kommen nicht richtig vorwärts. Collins geht wieder dazwischen. Aber da Costa spielt hinten das sehr gut runter. Coley Downs. Der hat immer noch kein Tor geschossen. Und wieder diese Riesenchance. Da marschiert er durch und trifft nicht. Er trifft nicht ins Tor. Und wir laufen glatt in den Konter, aber Vickers hervorragend gehalten. Der weite Ball. Carter drischt ihn raus. Einwurf Walker. Gordon fällt über die eigenen Füße. Wieder dieser Da Costa da, der macht auch alles zunichte. Sämtliche unserer Angriffsbemühungen. Fenwick hat das gut gespielt. Crawley mit dem weiten Pass. Ogilvy verliert den Ball gegen Woodson. Und das 2-0, die Entscheidung. Das ist es wohl. 77. Spielminute. Patterson mit dem Tor. 2-0 Vorsprung. Wir verlieren hier. Hier ist es Fenwick, der sich gegen Patterson nicht durchsetzen kann. Und dann passt der Ball halt auch genau. Wir werfen jetzt nochmal alles nach vorne. Vielleicht gelingt uns ja noch ein Wunder. Ich glaube ehrlich gesagt, da war schon selbst nicht mehr dran. Das war's. 0-2 verlieren wir. 0-2 verloren. Die Mannschaft hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Alle sind motiviert, das freut mich natürlich. Hier nochmal die Zusammenfassung 2-0. Curtis Da Costa und Matthew Patterson mit den Treffern. Schlüsselspieler Vickers, 2 Gegentore, Note 6-7. Bennett auf der anderen Seite 6-6. Spieler des Spiels Da Costa 8,2. 10-10 Schüsse, 5-3 aufs Tor. Wir hatten mehr Ballbesitz, hatten etwas mehr Fouls. Trotzdem, wir rutschen ab, Rang 17. Schauen wir genau mal auf die anderen Ergebnisse. Hier sehen wir es, Bath City schlägt Boreham Wood 5-1. Puh, der vierte, Boreham Wood ist auf Rang 4. Ebbsfleet schlägt Basingstoke Town 5-4. Bishop Stortford verliert gegen Heaven and Waterlooville mit 1-2. Bromley gewinnt gegen Wealdstone mit 2-0. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Farnborough schlägt Whitehawk 1 zu 0. Wir verlieren in Gosport 0 zu 2. Hayes und Yeading gegen Weston Superman 0 zu 0. Stainstown schlägt Chelmsford 3 zu 1 und Sutton gewinnt auch endlich mit dem neuen Coach gegen St. Albans mit 2 zu 0. Tabellenmäßig sieht das jetzt so aus. Farnborough 40 Punkte, Ebbsfleet 39, Gosport Borough 36, Boreham 35 und Eastbourne 34. Das sind die ersten fünf. Unten Bromley mit dem zweiten Saisonsieg jetzt 14 Punkte. Weston Supermare hat 15. Hayes 18. Hamel und Hampstead 20 und dann wir mit 24. Also wir sind jetzt nicht weit weggekommen, müssen als nächstes, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, wieder gegen Bromley antreten, allerdings diesmal in Bromley. Und ich hoffe, dass die nicht von ihrem Erfolg getragen werden und uns das Leben schwer machen. Okay, das war's jetzt mit dem heutigen Save. Wir haben ja jetzt den Dezember 2014 beendet. Das heißt, das nächste Video wird dann wieder eine kurze Zusammenfassung der letzten Spiele sein. Und dann kommt das, ja, ich möchte nicht schon wieder von dem Schicksalsspiel sprechen, aber auf jeden Fall wieder ein wichtiges Spiel für uns auswärts beim Tabellenletzten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir irgendein Feedback zukommen lässt, vielleicht einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten hören wir uns wieder. Bis bald. Ciao.